Hallo, liebe Freunde, ja, ich möchte auch eine Kleinigkeit sagen, ja. So. Ja, ich habe mich beim Lieber Rebell entschuldigt und möchte mich auch bei der Minde entschuldigen, ja. Da habe ich auch ein paar Sachen gesagt, die nicht richtig waren. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es machen und würde es nicht machen. Also würde ich die Zeit zurückdrehen und würde den Fehler nicht machen. So meinte ich das. Und klar auch, man möchte zum Beispiel einen Fehler, in dem Moment war es für dich kein Fehler, in dem Moment war es für dich kein Fehler, aber später siehst du dann auch, okay, es war ein Fehler und entweder, ja, das sollte man halt schon gerade stehen. Ja. Auf jeden Fall die Aussagen gegen dich und Rebell, tut mir leid, ja, und auch der Döner-Clip, ja. Ich wollte eigentlich damit verhindern, dass gegen mich nicht weiteres Videos entstehen, und das war die Ambition dahinter, aber trotzdem, heute sehe ich, ja, ich habe dann vor ein paar Monaten den Döner-Clip gelöscht, weil er falsch war, und ich denke, wenn jemand vegan lebt, ist das von der Ethik die beste Ernährungsform, ja? Und das sollte man das respektieren und die Person nicht noch provozieren. Ja? Also, obwohl, gut, wie schon gesagt, ich habe da was anderes bezwecken wollen, aber trotzdem, das war nicht in Ordnung von mir, und möchte mich auch nochmal bei euch beiden noch entschuldigen, auch bei dir, Mandy, und auch für viele Sachen, wo ich ausgesagt habe. So, ja, wie schon gesagt, würde ich. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich den Fehler nicht mehr machen, aber man kann auch gerade stehen für seine Fehler. So. Anderes Thema, Fünfried Marcel hat charakterlich Muskeln gezeigt, der Mut, ja, gegen den Strom schwimmen ist Mut. Da fand ich richtig tapfer, ja, und hat meinen Respekt verdient, und fand ich sehr mutige Aktion, wie er sich dann auch allgemein, auch für mich und für sich selber in die Bresche sprang. Ja. Es war eine sehr mutige Aktion, lieber Marcel, hat mich auch ja, gerührt und sehr stark. Ja. Würde aber in Zukunft, und das ist eine gute Meinung, auch nur starke Sachen gesagt, die waren alle vernünftig und richtig und korrekt. Ja. Und das war wirklich eine Heldentat, du warst auch echt wie ein Wollis in meinen Augen. Aber ich würde jetzt auch wieder nur mit Filmen sprechen und die andere in dem Bereich, die andere nicht mehr erwähnen, weil mich verletzt es sehr, wenn irgendwelche Leute was gegen mich machen. Ja. Dann zum anderen Thema, ja, wir sind heute in der Gesellschaft, wo man halt Spaß hat, Fehler beim anderen zu finden. Und du findest irgendwann, jeder hat irgendwas in der Vergangenheit, wo in der Öffentlichkeit schlecht aussieht. Ja, ich kenne Leute in YouTube, die waren mal bei den Hooligans. Ja, ja, auch welche, die waren Zuhälter, und sind's auch, die Hooligans sind heute keine Hooligans mehr, die Zuhälter sind heute keine Zuhälter mehr. Ja, also du wirst irgendwo in der Vergangenheit was finden. Jeder hat einen schwarzen Punkt in der Vergangenheit. Das lässt sich ja nicht verneinen. Ja, die meisten Leute zeigen lieber mit dem Finger auf andere, aber vergessen dann von ihrer eigenen Haustür zu kehren. Dann werden sie sehen, da liegt der meiste Dreck. Ja, aber es wird ja, die meisten Leute zeigen den Finger lieber auf andere. Ja. Ja, jetzt und Spaß, dann Freundschaften zu zerstören oder Leute zu triggern, da haben die Leute heute richtig Spaß. Ja, ist so nicht korrekt. Ja. Dann schreien sie nach man schreit ja immer ein bisschen Meinungsvielfalt und Buntheit, und ja. Und die waren am meisten das Schreien. Ich bin auch für Meinungsvielfalt und Buntheit, aber die meisten waren das Schreien. Ja, die schreien Meinungsvielfalt und Buntheit. Meinungsvielfalt und Buntheit schreien die. Und was meinen die im Endeffekt? Sobald jemand mit einer anderen Meinung kommt,
dann zählt die Meinungsfreiheit nicht mehr. Ja? Oder Meinungsfreiheit, Demokratie, Bundheit, du ja mit dem konfrontiere oder mit dem in Verbindung setze, dass ich auch mit Andersdenkenden spreche, mit jedem spreche. Ja? Früher hat mich Politik interessiert, ich bin aus dem Kindergarten draußen und da habe ich auch mich mit jedem unterhalten, ja? Und mich mit jedem auseinandergesetzt. Ja? Das ist demokratisches Verhalten. Ja? Man sagt ja immer, Faschismus war schlecht, weil da gab es keine andere Meinung. Ja? Und dann sollte man, das sollte ich nicht mit unterschiedlichen Leuten sprechen? Das verstehe ich nicht. Weil ich habe mit Leuten mit rechts gesprochen, mit links gesprochen, mit der Mitte gesprochen, ja, mit Grünen gesprochen, mit der CDU, mit der SPD, mit den Piraten, ja, mit den Violetten, auch mit rechten Parteien. Also ich sprach mit allen. Und mit manchen, die ich sprach, gab es natürlich Fotos. Ja. Und ich habe mir einmal mit Cem Özdemir fotografieren gelassen. Ja. Also, ich bin aber deswegen kein Grüner. Ja. Also, und weil ich auch mit manchen Leuten von nationalen Parteien sprach und da mal eine Diskussion hatte oder mit denen darüber sprach, macht mich das nicht zum schlechten Menschen. Weil ich wollte echt mit allen diskutieren und reden. Ja. Und und ich finde halt, Meinungsfreiheit ist wichtig, aber da muss ich sie erleben. Ja, und da muss ich auch mit Leuten die reden, die halt vielleicht auch ja, nicht das beste Image haben. Und also für mich war das halt immer wichtig, dass ich auch mit unterschiedlichen Leuten rede. Ja, entweder lebe ich Meinungsfreiheit, aber da muss ich auch Kontakte suchen oder auch wenn ich Meinungsfreiheit für mich will, muss ich es dem anderen anlassen. Ja? Und der andere wurde ja zugestellt, ja, die sind keine Hooligans mehr, das ist in Ordnung, die sind keine Zuhälter mehr, das ist in Ordnung. Ja? Selbst bei Drogendealern sagt man, jetzt außerhalb von YouTube sogar auch, also außerhalb von YouTube jetzt mit den Drogendealern, da sagt man, ja, das waren früher Drogendealer, das sind heute keine mehr. Ja, man muss auch verzeihen. Ja. Also man muss halt die Leute, wenn sie was Schlechtes gemacht haben, versuchen, dass sie wieder quasi in die Gesellschaft reinkommen. Ja. Komischerweise kommt es in einer gewissen nationalen Szene halt. Ja. Da sieht keiner, nicht mal, ich habe ja mit den Leuten geredet, aber nicht mal im Notfall würde man sagen, ja, Timo war vielleicht mal einer von denen, aber er hat sich geändert. Wird ja gar nicht zugelassen. Ja? Finde ich komisch. Ja? Dabei, ich war noch nie Nazi, ich war immer normal. Ja? Und ich habe auch mit dem Frank gesprochen. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, das ist eine Fotomontage und so. Dann wäre das gelogen, das kann ich nicht verdrehen. Ich will da schon ehrlich sein, ich habe mit den Menschen gesprochen. Und danach fuhr ich heim und schaute mir einen Bollywood-Film an. Ich hatte nie was gegen andere Kulturen, ich hatte nie was gegen andere Religionen und ich war immer für alle Religionen, ich war immer für alle Religionen, ich war immer für alle Kulturen, ja, und stolz ja auf unserem, also auf meinen Kanal drauf, gegen Rassismus und dazu stehe ich heute, würde ich anders stehen, würde ich ja in YouTube andere Bilder erzeugen wollen, ja. Dann hätte ich kein. Ich gehe ja oft in buddhistische Thai-Tempel danach rein und treffe mich ja mit verschiedenen Kulturen und also das sind alles, oder mein Filmgeschmack von Bollywood und bis sonst was Filme, das sind alles Sachen, die eigentlich normal kein Rechtsextremist macht, was man mir angeblich vorschmeißt. Ja. Irgendwann wird es mal so kommen, dass einer, vielleicht Frank Rennige oder irgendjemand anders, nach dem Weg fragt, du kennst den nicht, erklärst du den Weg, das fotografiert ein Kollege, da heißt, schau mal, der steht ja mit ihm zusammen, dann ist das auch einer von denen. Oder bei ihrer Demo, ja, du kapelst dich mit einem, bei ihrer Demo hast du eine andere Meinung, ja, und du stehst so da, während er dann so schwätzt, während du überlegst, was du als Antwort gibst, das wird fotografiert, dann heißt, guck mal, die stehen zusammen. Das ist auch einer von denen. Das ist ja schon wie, keine Ahnung. Also das hat ja nichts mit Freiheit zu tun. Ja?
Wie schon gesagt, ich bin gegen Rassismus, ich bin für eine tolerante Gesellschaft. Ja. Und natürlich habe ich ja, weil ich aus meinem Tellerrand schaue, auch mit verschiedenen Leuten mich auch unterhalten. Ja. Ich habe mich auch mit Antifa unterhalten oder mit dem ganzen Spektrum. Ja. Wenn ich zurückreisen täte, würde ich mir selber sagen, mach das nicht. Ja. Weil du kriegst in Zukunft ein Image, das wirst du nicht los. Ja. Ja, und wie schon gesagt, es wird halt einfach zu viel verboten. Ja. Ich kann ja, bestimmte Worte darf man nicht sagen. Ja. Vegan sein, ich kann es respektieren. Ich respektiere das. Das ist ja eine vernünftige Ernährungsform von der Ethik her. So. Aber kann sich nicht jeder vegan und, sich ernähren. Und, ja. Aber es gibt auch gewisse Leute, die wollen alles auftun. Ist schon gut, Ernährungsform, aber es kann auch nicht jeder leben. Ja. Trotzdem gibt es auch Fanatiker in der Szene. So, dann Dieselfahrzeug darfst du nicht mehr fahren. In Zukunft kann man ja bald alles verbieten, was Spaß macht. Machen wir kein YouTube mehr. Weil da kannst du ja zerrissen worden von irgendwelchen Leuten. Machen wir kein... fahren wir kein Diesel mehr, fahren wir ein Fahrrad, essen wir Okraut, Frauen dürfen wir auch nicht mehr sexy finden, ist ja dann jetzt auch jetzt verpönt. Ja. Ja, was machen wir in Zukunft? Wir hocken da, glotzen uns blöd an und das war's. Ja, verbieten wir doch alles, was mit Spaß und Unterhaltung zu tun hat. Ja, also, ja, wie schon gesagt, auch ja, bei der SPD sieht man dann ja auch, ja, wenn zwar rote Fahne will, ein bisschen der Lenins Rote Oktober ein bisschen durch ehren, aber sind ja, SPD sind ja keine Kommunisten, sind ja Sozialdemokraten. Ja. Das sind ja Sozialdemokraten, sind ja keine Kommunisten. Ja. Ja, die sind ja auf der linken Seite und sind Sozialdemokraten, ist alles in Ordnung und super. Ja. Aber bei den Nationaldemokraten, die eigentlich quasi auch, ja, die steckt man gleich in die rechte Schmuggelecke und puh und hast du nicht gesehen, muss ich halt schon mit allen Leuten auseinandersetzen. Ja? Also Sozialdemokraten sind halt keine Kommunisten, ja? Aber Nationaldemokraten gleich Nazis. Ja? Ja. Also ich bin parteilos und ich bin unpolitisch soweit. Ich mache meine YouTube-Arbeit, ich zeige viele Kulturen, ja. Ich zeige die Buntheit, wir sind der Regenbogen-Kanal, wir sind gegen Rassismus. Aber wie schon gesagt, auch muss man mal sagen, ja, auch da die Bilder und so, ja. Ich behandle jeden Mensch mit Respekt, egal wo er kommt, egal wie er aussieht, ob der kann von mir aus grün sein, kriegt er trotzdem meinen Respekt und ich habe gegen keinen Mensch der Welt was. Ja. Also ich bin gegen Rassismus, ich bin für tolerante Gesellschaft. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch oft gegen Rassismus gesprochen. Ja. Oft, ja, und aber es wurden auch Leute zum Rassischen gemacht, die keine Rassischen sind. Also, ist ja immer ein schweres Thema. Ich bin gegen Rassismus und man soll jedem Menschen, egal welche Hautfarbe er hat, mit Respekt begegnen. Ja. Und, weil wenn ich da ein anderes Weltbild hätte, würde ich an YouTube ganz anders sprechen. Also, das ist, muss man einen auch zugute heißen. Ja. Jetzt haben wir richtig in Rage gesprochen. Ja, ja, finde halt auch, ja, die Leute machen sich heutzutage vieles selber kaputt. Ja. Ich hätte auch gerne wieder was im Wald zeigen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen viele Filmvorstellungen gemacht. Früher hatte ich das auch schon gemacht. Jetzt wird das auch wieder kaputt gesprochen. Ja, also, was wollen die nächste Zeuge? Meine Staubkörner im Keller, wie die sich unterhalten. Also, weil du wirst überall irgendwas finden, was du kritisieren kannst. Ich meine, ja. Ich persönlich denke, jede Kultur in der Welt soll erhalten bleiben und ist was Wichtiges. Jede Kultur.
auch die deutsche und jede andere Kultur. Und das ist weit weg vom rechtsextremen Denken, was ich da sage. Das ist ein buntes, vielfältiges, tolerantes, demokratisches Weltbild, wo ich habe. Wir haben ja auch für Homosexuelle ausgesprochen, obwohl ich selber hetero bin. Also toleranter geht es wohl nicht mehr, also muss man sagen. Und oft sind die, wo intolerant sind, denen man das gar nicht ansieht. Ja. Liebe Freunde, Peace and Love and Rock'n'Roll, wir sind der Regenbogenkanal der Vielfalt, der Demokratie, der Verfassungstreue, der Regenbogen, der Einhörner. Ich wünsche euch schöne Zeit, bis die Tage, ja. Euer Lee Funk, euer Kung Fu Commander ist online, niemals aufgeben und niemals kapitulieren. Und Lee Funk ist Lee Funk Ende. Ich sehe so aus, der Hanna, wenn ich so mache, wie so eine Manga-Figur, oder? Ja, Dragon Ball.